Unglaublich kreativ, was die Schülerinnen und Schüler hier mit, ja, unter Anleitung, aber was sie gemacht haben hier für das Abenteuerland auf unserer Blumenschau. Das ist wirklich Zeit für Entdecker. Es ist eine unglaublich verschiedene kreative Sachen, beispielsweise hier so ein kleinen Kressekopf, der gebastelt wurde. Das ist jetzt das Aktuellste, was gerade präsentiert wurde, aber es sind insgesamt 18 verschiedene, unterschiedliche Projekte, die das Abenteuerland auf der Blumenschau bereichern werden, speziell für Kinder im Grundschul- und im Kita-Alter. Wir haben uns zusammengesetzt, ich habe davon gehört und habe gedacht, sowas können unsere Schüler auch. Die können sich nämlich wunderbest mit Kindergartengruppen befassen. Und dann habe ich drei Klassen zusammengetrommelt und wir haben Ideen entwickelt, was alles machbar ist zum Thema ökologische Bildung und Nachhaltigkeit. Ja, das passt natürlich ganz wunderbar und hervorragend in das Abenteuerland. Wir wollen ja im Abenteuerland besonders für Kinder und Jugendliche Angebote vorhalten. Und angefangen bei den Allerjüngsten, also schon bei Kindergartenkindern. Und hier die Schülerinnen und Schüler der WBS haben schon ganz ansprechende Angebote vorbereitet, insbesondere ja für Kinder im Kindergartenalter. Also die Blumenschau steht ja unter dem Motto Zeit für Entdecker. Und Kinder sind Entdecker von Natur aus. Und ich glaube, die kindliche Neugier, die wird sehr gut für die Bereiche Umweltschutz, Klimaschutz, Naturschutz, für all diese Dinge wird hier eingebunden auf der Blumenschau. Ja, da gibt es ganz viele tolle kreative Angebote für Kinder. Ich glaube, 100 sollen es insgesamt werden. Das passt 1:1 zur Blumenschau, was hier passiert. Also es geht natürlich darum, dass wir spielerisch bestimmte Umweltthemen vermitteln. Wir haben zum Beispiel eine ganz tolle Wasserwand, wo die Kinder selber einen Wasserkreislauf bauen können und verändern können mit Gegenständen aus dem Alltag. Dann hat eine Gruppe ein Bienenspiel entwickelt, ein Rollenspiel, in dem die Kinder selber das Bienenleben, die Arbeitsphasen der Biene nachempfinden können. Und so gibt es ganz viele verschiedene Ideen von freien Angeboten. Es gibt ein großes Twister-Spiel und ein Riesenpuzzle mit Gemüse drauf. Und dann haben wir auch Workshop-Programme, die mit Anmeldung funktionieren. Mein erster Eindruck ist äußerst positiv, bin ganz angetan und begeistert. Denn ich denke, die Angebote, die entwickelt worden sind, sind zum einen sehr altersgerecht, sie sind auch sehr kreativ und sie passen auch wunderbar zu den Themen der Blumenschau.